Hi Freunde, danke fürs Einschalten für den nächsten Part und zwar das große Duell mit dem FC Barcelona zu Hause. Dritter gegen Erster. Schönes Spitzenspiel eigentlich. Wir treffen auf Barca und ich schaue jetzt mal mit euch gemeinsam auf die Tabelle und da sehen wir, der Abstand ist schon relativ groß, aber im Endeffekt ist es uns ja eh ziemlich egal. Also Barca und Real spielen einfach in einer eigenen Liga. Da sind wir weit davon entfernt, aber wir sind schon zumindest oben mit dabei und das ist schon ein ganz guter Erfolg. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir aufstellen. Da ist jetzt noch die Aufstellung von der Pokalpartie zuletzt drin. Und jetzt haben wir die ganzen jungen Talente, die scheinbar alle bei der U23 sind. Die zwei über Brasilien und er natürlich bei Argentinien. Und zusätzlich zu den ganzen Verletzten wird es ganz schwierig aufzustellen, weil es halt wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner Kader wird. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie wir das hinbekommen. Also Torwart haben wir jetzt keinen dabei. Weil wir nur mehr drei Torhüter im Kader haben. So. So können wir spielen. Juan Ruiz nehmen wir mal mit, dieses junge Talent. Und auch den Busquets nehme ich mit, weil wir notgedrungen vielleicht einfach brauchen werden. Also grundsätzlich ist ja unsere Mannschaft trotzdem sehr, sehr gut aufgestellt, wenn man sich das Personal so ansieht. Aber ja, die Ersatzbank ist halt jetzt etwas, ja, dürftig. Aber versuchen wir es einfach mal. Fangen wir an gegen Barca. Wir können sowieso nur verlieren. Also eigentlich nur gewinnen. Aber lassen wir es auf uns zukommen. Da sehen wir die Barca-Mannschaft. Und seit 10 Spielen ungeschlagen. Trotzdem versuchen wir die Revanche auszurufen. So. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir sie zumindest ärgern können und uns gut verkaufen können. Na, scheinbar gleich in der zweiten Minute die erste Offensivaktion für Barca. Und Butland packt sich hier zu. Wäre natürlich jetzt gleich mal ein heftiger Start gewesen, aber momentan mal nichts passiert. Barca attackiert sehr, sehr früh. Rolón, guter Seitenwechsel, Tavares hat Platz. Und Marquez per Kopf. Nicht so schlecht. Zumindest mal die erste Offensivaktion. Ein frühes Pressing gegen Barca ist vielleicht generell nicht die beste Idee und Morato mit dem Foul. Und schon gibt's den Elfmeter. Wird, glaube ich, aber jetzt trotzdem so stehen. Werden ein bisschen breiter verteidigen, dass wir ein bisschen näher an den Flügeln dran sind. Ja, Schmarrn. Vierte Minute. Wenn er überprüft, ist es eigentlich immer ein Elfmeter. Ich würde mir wünschen, dass es im FM dann ja auch irgendwelche anderen Situationen gibt, wo er mal anders entscheidet. Aber, ja. Morato kriegt die Verwarnung. Griezmann mit der Riesenchance für Barca. Fünfte Minute. Wartet noch, bis der Schiedsrichter fertig spaziert ist. Alter Schwede, nerviges Highlight jetzt schon. Und Butland hält. Sehr, sehr schön. Der ist in der richtigen Ecke und zieht ihn super raus. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht direkt jetzt darauf kassieren. Und Barca mit der nächsten Ecke. Also die drücken natürlich weiter. Guter Seitenwechsel, Mündal klärt, zumindest fürs Erste. Zecchini mit der Gelben, also wir lassen vor allem viel zu viele Standardsituationen zu. Also durch diese ganzen äußerst frühen Fouls
Und auch Ecken, kommt immer wieder Gefahr auf. Und fast 80% Ballbesitz auf den Seiten Barcas im Moment. Ich hoffe, wir fangen uns da jetzt mal ein bisschen. Morato verschätzt sich. Dafür klärt er hier dann ganz gut. Aber der sorgt nicht unbedingt für Stabilität heute. Nächste Ecke. Allegri klärt halt genau ins Zentrum. Ich meine, da ist es besser, du gehst einfach nicht an den Ball per Kopf. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Unnötig. Gut, war schon wichtig vor Werner zu klären, aber du kannst einfach nicht in Richtung Elferpunkt klären. Das ist ja dumme Aktion einfach von Pellegrini. Aber auch danach sind wir dann nicht konsequent genug, um den Ball auch wegzukriegen. Damit die frühe Führung. Barca drückt mit Standardsituationen weiter. Nächste Ecke. So viele Standardsituationen sieht man selten. Bartland macht das gut. Das war schwierig für ihn, weil da hätte in jedem Moment jemand noch ablenken können. Nächste Ecke. So, Soumaré, vielleicht jetzt mal irgendwie Entlastung, aber der wird sofort attackiert und kann dann wieder nur klären. Kein Vorwurf an ihn. So, gutes Gegenpressing von Barca. Ich glaube, ich werde den Stefanovic zurückziehen. Nächste gefährliche Aktion. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir so wenig zu melden haben. Dann mal Flanken früh schlagen. Wieder ein bisschen höher attackieren. Und dann bringe ich, glaube ich, naja, wobei, jetzt haben wir uns Stefanovic zurückgezogen. Wenn wir mit einem richtigen Zehner spielen wie Kluivert, dann könnte man, also vielleicht könnte der ein bisschen spielerische Klasse da vorne reinbringen. Der kann auch gut und gerne mal 1 gegen 1 Situationen gewinnen. Sein Dribblingwert ist ja Weltklasse. Timo Werner mit dem 2:0. Verdient, muss man auch sagen. Also wir sind da ja komplett abgemeldet, schauen wir uns die Entstehungsgeschichte nochmal an. Wieder Seitenwechsel, Wyndal zu weit weg vom Gegner. Pellegrini zu weit weg vom Gegner. Und Tavares hebt selten dämlich das Abseits auf. Also ihr merkt schon, so wie ich rede, dass es mich einfach wütend macht, wie sie sich hier aufgeben. Deswegen wäre ich jetzt auch mal laut. Bringen den Kluivert als Schattenstürmer. Dafür werde ich dann halt, also die wollte ich eigentlich sowieso umgekehrt haben. Das habe ich, die Änderung habe ich glaube ich schon mal in den letzten Parts angesprochen, aber vergessen. So, Soumaré, Tavares, gut gemacht. Schließt nicht ab in der Situation und dann spielt er einen Kackpass und dergleichen. Rollon. Marquez. Gut gelöst. Tavares bleibt hängen. Nochmal die Chance. Marie wird nicht attackiert und er geht an den Pfosten. Schade drum. Richtig schade. Auf der Gegenseite Freistoß. Auch da stehen wir wieder viel zu weit weg von den Gegnern. Super Tackling von Wyndal. Riskant, aber gut.
Soumaré, gut gemacht. Tavares. Kluivert, guter Antritt. Aber dann bleibt er im 1 gegen 1 hängen. Werner gewinnt das Laufduell gegen Morato. Guter Seitenwechsel, da schaut das zentrale Mittelfeld, vor allem Sekini, nicht gut aus. Das ist halt das Problem, wenn du in dieser Formation spielst und dann hast du Gegenspieler, die eine Mannschaft gegen dich, die unglaublich gut ist über die Flügel. Dann stelle ich ihn jetzt als Carrillero, da ist das 0:3. Carrillero deswegen, weil er dann die seitliche Position vielleicht ein bisschen besser abdecken kann. Ich will es jetzt ehrlich gesagt gar nicht anschauen. Messi bringen sie von der Bank. Wündal mit der gelben, da kann man Seovic von mir aus bringen. Gegenpressing erfolgreich. Schön gelöst. Ja, Tavares versucht. Naja. Eher nicht so. Morato mit der gelben, auch der war ziemliche Katastrophe heute. Aber ja, da kann man glaube ich niemanden rausnehmen heute. Generell eine katastrophale Vorstellung von allen Beteiligten hier. Nachdem Marquez müde ist, mache ich es jetzt folgendermaßen. Und zwar bringe ich den Juan Ruiz rein. Der kriegt heute sein Debüt, ausgerechnet gegen Barca. Ich mache jetzt ein sehr, sehr eigenartiges System, aber es ist ja grundsätzlich egal. Dafür kriegt er wenigstens jetzt noch ein bisschen Einsatzzeit. Ich glaube, es ist sein Ligadebüt. Cuenca auch noch gelb. Ja, da ist nichts zu holen für uns. Sehr schade. Nicht mal annähernd gut verkauft haben wir uns leider. Juan Ruiz, sehr gut. Gut abgelegt, Rolon, Soumaré. Ja. Rolon. Bin jetzt schon froh, wenn die Partie zu Ende ist. Gleich ist es soweit. Tavares verliert den Ball gegen Griezmann, hault ihn sich wieder. Schön gelöst. Und aufpassen auf den Konter. Super von Juan Ruiz. Also die zwei Aktionen, die ich von ihm gesehen habe seit der Einwechslung, die waren auf jeden Fall ordentlich. Schöner Einstand. Ja, sind wir froh, dass es vorbei ist. Aber ich sage auch, dass ich alles andere als zufrieden bin, weil wir verkauft haben uns ja auch beschissen. Das muss man ganz ehrlich so aussprechen. Und ja, Ruiz mit seinem Debüt. Kriegt es dann nicht hin. So, jetzt passt es wieder. So, das heißt, von der Tabelle her sind wir nach wie vor auf der 3. Das ist schon mal gut und treffen jetzt auf das andere Überraschungsteam, nämlich Levante. Der geht auf Leihbasis weg, ist kein Problem für uns. Ivan Sanchez stimmt, der ist bei Levante, auch ganz vergessen. Das bekomme ich nur jedes Mal mit, wenn ich diese Mail bekomme und das war's dann. So, verfügbar für die B11 mache ich im Moment niemanden, wobei das sieht man, dass man jetzt wieder scheinbar wieder verfügbar machen kann. Marquez, neuer Vertrag, das ist natürlich auch gut.
Die wollen den hier leihen, aber das ist mir zu wenig. Ausstiegsklausel haben wir erhöht bei Alejandro Marquez. Das war, glaube ich, keine schlechte Entscheidung. Sondern haben wir hier noch ein paar Scout-Berichte, aber grundsätzlich war das teuer. Grundsätzlich bin ich eigentlich hier ziemlich zufrieden, so wie der Kader jetzt an sich aufgestellt ist. Es ist okay. Schauen wir, ob sich noch was tun wird. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also können auf jeden Fall uns noch umschauen. Burnley hat jemanden verpflichtet. Nick Venema. Der Niederländer. Den hatten wir auch auf der Auswahlliste, ja. So, Fitness-Tests. Ja, leider ist es vom Personal her weiterhin mau bei uns. Also wir haben nach wie vor das Problem hier, dass einige ausfallen. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, wie ich aufstellen soll, weil im Endeffekt, ich werde Busquets mal wieder spielen lassen, weil mir Rolon halt einfach gar nicht gefallen hat. Der Rest bleibt jetzt mal gleich. Und dann spielen wir gegen Levante, eben den überraschenden Tabellenvierten. Annahmen könnte man kennen beim Gegner. Sanchez zu Beginn nur auf der Bank. Und schauen wir, ob wir es heute besser machen. Gegen den großen FC Barcelona war es ja wirklich so, wie es zu erwarten war eigentlich. Dass wir chancenlos waren gegen Levante, ist es wieder ein anderes Spitzenspiel. Es ist zwar auch eines Dritter gegen Vierter, aber ja, wenn zwei Überraschungsteams gegeneinander spielen, da ist dann alles möglich. Pellegri holt die Ecke raus. Gleich in der ersten Minute vielleicht jetzt die erste Torchance für uns. Ivanovic. Pellegri. Der ist geblockt. Tavares hat ihn. So, Stefanovic mit der Freistoßchance. Und der ist beinahe drin gewesen. Gute Parade. Leider keine Ecke. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Levante mit dem Freistoß. 17. Minute, also die erste wirkliche Chance für Levante. Und die ist gleich mal drin. Läuft super für uns. Mavropanos mit dem Treffer. Da kommt der Ball aufs lange Eck. Tavares sollte eigentlich bei Mavropanos stehen. Lässt ihn aber einfach mal komplett alleine. Ich habe schon wieder vergessen, die beiden zu tauschen. Das sollte ich mir jetzt echt merken. So, Wündal. Busquets zu Maré. Oh, der war super von Busquets. Und wieso passt der nicht? Das ist diese leidige Geschichte, dass sie diese Bälle einfach nicht in die Mitte spielen, sondern immer versuchen, selbst abzuschließen. Also was ich zumindest aus Football-Manager-Gruppen mitbekomme, ist das immer wieder ein Riesenproblem. Also es ist das, was zu erwarten war, enges Spiel. Da muss jetzt einfach noch mehr kommen von uns. Wündal treibt den Ball voran. Flanke ist gut. Pellegri mit dem Abschluss. Der war okay. Knapp drüber. Abschütteln und weitermachen. Wir werden noch genug Gelegenheiten bekommen in der Partie. Die Zeit ist noch da. Marquez, Busquets verliert den Zweikampf. Das ist sehr schade. Da wäre was drin gewesen wahrscheinlich. Wündal. Schön gelöst. Wündal. Pellegri. Da ist er. 1-1. Neuntes Saisontor von Pellegri.
ganz gut eigentlich. Bei einem Zweiersturm ist es bei mir meist so, dass das ein Stürmer deutlich weniger Tore hat als der andere. Deswegen finde ich 9 Saisontore für den quasi zweiten Stürmer schon ganz in Ordnung. Die sind ja beide jung. Gut aufgepasst. Also, dass wir keinen Konter fahren konnten. Soumaré ist motiviert. Und jetzt haben wir ihn wieder. Müssen den Ball halt auch mal nach vorne bekommen. Dieses ganze Rumgeeiere da hinten immer wieder mit Blick Richtung eigenes Tor, das. Da kannst du einfach keine Vorwärtsbewegung einleiten. Gut geblockt. Ich glaube, ich bringe in der Pause wieder Kluivert. Und Soumaré könnte man auf Box-to-Box stellen. Tavares hat was abgekriegt. Schauen wir mal, ob er sich erholen kann in der Pause. So, ich bin unzufrieden mit eurer Leistung. Box-to-Box, Soumaré. Und wir bringen Kluivert auf die 10. Einfach als offensiver Mittelfeldspieler. Muss nicht der geniale Passgeber sein, den wir uns von einem vorgeschobenen Spielmacher eigentlich erwarten würden. Wünderl mit dem Foul. Keine gelbe. Zum Glück. Atlant hat ihn gut. Schön gelöst, Wünderl. Richtig bitter. Da hätte es beinahe geklappt mit der Führung. Gerade ein Sieg gegen den direkten Verfolger wäre ja sowas von wichtig. Ich glaube, ich nehme Tavares jetzt raus. Dafür haben wir eh noch Travis auf der Bank. Tavares heute nicht wirklich gut. Dann jetzt auch noch angeschlagen und verwarnt. Also viele Gründe, die da dagegen gesprochen haben, den jetzt noch auf den Platz zu lassen. Travis, Körpersprache aggressiv. Wie immer bei ihm. Einwerfen kann er halt auch nicht. Also, so wie Morato da einsteigt, habe ich mir gedacht, der verschuldet jetzt wieder einen Elfer. Und hier auf Soumaré zu passen, das ist mir auch ein Rätsel, wie man das machen kann. Das war schön, Travis hat Platz. Bikini. Gut gelöst, Wündal, Pellegrini, Riesenchance, gut gemacht. Pellegrini heute deutlich auffälliger als Marquez. Bikini holt zumindest den Einwurf raus. Mit einem Unentschieden wäre ich jetzt auch nicht unzufrieden gegen Levante. Aber irgendwie möchte ich es trotzdem noch schaffen und drehen. Soumaré hat Platz, kommt aber nicht ran. Wündal, Marquez, Pellegrini. Also wie kann man den nicht machen? Auch sehr, sehr uneigennützig von Marquez. Hätte da vielleicht auch abziehen sollen. Aber das sei mal dahingestellt. Bei ihm wäre eventuell noch jemand im Weg gestanden. Also so gesehen war es vielleicht nicht verkehrt in der Situation. Und wir gerade wieder im Glück. Cuenca bringt ihn nach vorne. Kluivert hat ihn. Schön gespielt, Pellegrini. Nein! Der Typ ist manchmal so eine Pfeife. So, gut gelöst. Kluivert.
Kluivert ist alleine und er macht es super. 87. Minute, das 2:1. Sensationell gemacht von Kluivert. Jetzt müssen wir ein bisschen defensiver werden. Ja, perfekt, oder? Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Ich stelle die beiden jetzt auf Carrillero, damit wir defensiv diese Außenpositionen gut abdecken. Und den letzten Wechsel werde ich dann in der Nachspielzeit machen. Aber sehr, sehr schön. Das ist halt diese Stärke von Kluivert. Diese Einzelaktionen, die macht er halt schon unglaublich gut. Marquez. Der macht doch noch seinen Treffer, alles klar. Damit jetzt in dieser Partie. Das heißt, wir werden jetzt einfach später attackieren. Nach Ballverlust werden wir uns neu formieren. Ein bisschen Zeitspiel hauen wir rein. Ausgezeichnet. Marquez mit dem 15. Saisontor. Das Tor schauen wir uns auch nochmal an. Zecchini, der ablegt, und Marquez, der da auch alleine gelassen wird von der gegnerischen Verteidigung. So, gut gelöst, Kluivert. Boah. Fast der nächste Treffer. Und ich bringe jetzt noch Juan Ruiz. Ich bringe den einfach statt Zecchini rein. Darf dann also ein zweites Mal ran in der Liga. Kann auf der 8 auch spielen. Und da geht Kluivert schon wieder. Aber das ist zu schwach. Aber er holt ihn sich wieder und er marschiert schon wieder. Kluivert ist unglaublich motiviert und haut ihn an den Pfosten. Fast noch das 4:1. Es wäre natürlich zu viel des Guten gewesen an sich von der Höhe des Ergebnisses her. Aber war eine richtig starke Aktion von ihm. Ja, ausgezeichnet. 3:1 Sieg. Hätte ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht gedacht, dass wir das noch geschafft haben, diese Partie so zu drehen. Aber ich bin natürlich, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Also das ist top. Richtig gut. Das heißt, ja, wir haben jetzt Punkte gut gemacht auf Levante. Die waren bis auf einen Punkt an uns dran scheinbar. Jetzt haben wir Atletico als nächsten Verfolger. Die, ich will jetzt nicht spoilern, aber wahrscheinlich uns noch einholen werden. Ist zumindest meine Vermutung. Mai steigt wieder ins Training ein. Und wir haben jetzt das Duell mit Cadiz im Pokal. Da könnten wir ja theoretisch wieder ein bisschen schonen. Das Problem ist, so wenig Spieler wie uns zur Verfügung stehen, werden wir da nicht wirklich schonen können. Die Spieler sind noch auf Länderspielreise, zum Glück nicht mehr lange. Aber wir können da wahrscheinlich nicht gut rotieren und spielen dann ausgerechnet gegen Atletico im nächsten Part. Also das ist jetzt nicht ganz so einfach. Die Frage ist halt einfach, können wir wen aus der zweiten Mannschaft hochziehen? Die spielen auch gegen Cadiz interessanterweise am 6. Ist halt die Frage, ob man da jemanden hochzieht für die nächste Partie. Also ich persönlich würde sagen, dass wir Albert vielleicht hochziehen können. Was gut ist, da musst du auch niemanden registrieren, auch wenn es jetzt sowieso kein Thema gewesen wäre, weil du das nicht brauchst. Links hinten haben wir jemanden zu wechseln, rechts hinten eigentlich nicht unbedingt. Aber das Problem ist, wir haben da auch nicht so viel Personal, das wirklich gut ist. Oljeric ist auch verletzt. Ich glaube, es wird ziemlich egal sein. Ich glaube, wir werden das so belassen. Hermann Acosta ist auch beim Nationalteam. Malo Giusto könnte man natürlich hochziehen. Das ist vielleicht auch noch vernünftig. Dann schauen wir einfach mal. Also eventuell werden wir hier das Ganze noch ein bisschen besser planen vom Training her. Das heißt, also haben wir jetzt eh schon umgeplant. Das heißt, wir machen statt Ballverteilung vielleicht noch Standardsituationen, Ecken defensiv oder so, oder einfach allgemein Standardsituationen. Damit wir da ein bisschen was Lockeres noch trainieren können, und dann verletzt sich Luis Travis mit einer Leistenzerrung. Gerade jetzt in so einer Phase.
Sehr, sehr bitter. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das ist eine Hürde, wo man drüber muss. Da braucht man nicht diskutieren. So. Die wollen Sambu ausleihen, Baba Sambu. Der hat aber gespielt regelmäßig. Deswegen werden wir den nicht verleihen. So, diese Änderung mache ich jetzt noch schnell, wobei es eh ziemlich egal ist, weil jetzt müssen wir nochmal umstellen. Ich sage mal danke fürs Einschalten. Im nächsten Part dann die Pokalpartie gegen Cadiz und das Topspiel gegen Atletico. Sehr interessante Partie. Ich würde auf jeden Fall einschalten. Danke, bis dann. Ciao.